Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play. Ein Königreich für den Lama. Ja, weiter geht's. Oh. Habe ich da gerade irgendwas Fliegendes gesehen? Nee, nicht wirklich. Ja, da hinten ist der Kuskelstein, wie ihr seht. Dort müssen wir auch hin. Auf schnellstem Wege. So, ich will aber jetzt kein Leckerli, sondern ich will hier am schnellsten möglichen durch. Oh, das ist so unübersichtlich hier das Ganze. Nicht so lahm wie eine Schneegebiete. Aua! So, hier haben wir erstmal den Kuskelstein. Geht hier auch noch weiter oder nicht? Wir jetzt schon durch? Sieht so aus. Ja, und dann war's schon. Keine Münzen, gar nichts. Schade, schade. Gut. 47 Münzen. Wo sind die ganzen Münzen, ey? Das gibt's ja nicht. Hallo, Kleiner. Hast du dein Sandwich schon bekommen? So, da hinten ist die Tür mit den zwei Kuskelsteinen. Ich gehe aber da rein. Denn hier bekommt man noch einen Kuskelstein. Oh! Hallöchen! Sicherheit für mich! Du lebst auch noch. Du bestehst echt darauf, dass ich das tue, ja? Okay. Das ist nicht sonderlich schwer. Ja, wie gesagt, es war nicht so sonderlich schwer, weil man einfach nur mit der Kameradrehung ein bisschen mitmachen muss. So, aber ich laufe jetzt trotzdem hier nochmal außen rum. Vielleicht gibt es hier ja noch irgendwo etwas für mich zu holen. Zum Beispiel ein paar Münzen. Oh, ja, 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 ja. Nee, sieht nicht so nach aus. Sieht nicht so aus, aber vielleicht ist hier unten irgendwas. Nee. Ist nix. Gut. Dann haben wir das halt nur gesehen. So, jetzt gehen wir natürlich. Wo ist denn jetzt die Tür? Da ist die Tür mit dem Zweikussgestein. Dann gehen wir halt da rein. Ein Kuskelstein, zwei Kuskelsteine. Und die machen das Tor für uns auf. So, oh, hier gibt es ein paar Münzen. Toll. Wenigstens etwas. Siebenundfünfzig Münzen haben wir erst. Oh, hallo Kleiner. Hey, du darfst hier nicht spielen. Hör zu, Steinjunge, das ist mir völlig egal. Ich bin der König. Wirklich? Oh, wir haben solche Angst. Jetzt legst du es aber drauf an, Quadratschädel. Tu doch nicht so, als ob du treffen könntest. So, soweit ich weiß, wie war das genau? Die drehen sich und dann muss ich sie wegschießen. Genau. So war das. Wenn sie sich ausgedreht haben, muss ich sie einfach nur wegschießen. Ist nicht sonderlich schwer. Bom, 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 bom. Und schon sind sie fertig. Was hast du davon, wenn du dem König in die Quere kommst? Ja, jetzt muss ich kurz ans Telefon. Bis gleich. So Leute, da bin ich wieder. Und ja, wir sind da, wir haben gerade kleine Viecher besiegt. Was hast du mit meinen Jungs gemacht? Was hast du mit meinen Jungs gemacht? Ah ja, ich weiß schon wieder. Ich muss diese Dinger hier auf ihn raufrollen. Und die roten tun uns weh und die schwarzen müssen wir auf ihn draufschmeißen. Wir müssen die schwarzen halt auch richtig treffen. Hallo, kannst du auch mal wieder schwarze Dinge schießen? Danke.
Ja klar, jetzt treffe ich sie nicht, die schwarzen Teile. Was hast du mit meinen Jungs gemacht? Ja. Hallo, du kleiner Quadratschädel, du. Oh, schwarz. Oh, jetzt schieße ich auch noch daneben, verdammte Kacke. Ich bin der große böse Papa. Hallo? Geh Crack ab! Ja, ich bin ein großer, böser Steiner und ich werde dich platt machen. Aber nicht heute. Diesen Satz habe ich als Kind so geliebt. Ich bin ein großer, böser Steiner, aber nicht heute. Oh Mann. Also wenn das mal nicht toll gemacht ist, ich weiß, dann weiß ich es auch nicht. Ich bin ein großer, böser Quadratschädel und ich werde dich vernichten. Ah ja, Cusco, du bringst manchen wirklich alle zu lachen. So, wir haben 64 Münzen, fehlt aber noch ein Haufen. So, da geht's weiter, das weiß ich. Ja, wir sind hier noch lange nicht fertig. Und zwar müssen wir hier erstmal den Kontrollpunkt aktivieren. Und danach hier mal die ganzen Münzen einsammeln. So als kleines Geschicklichkeitsspiel, schätze ich mal. So. Ach, Kacke. Aber dann fehlt mir immer noch ein ganzer Haufen von Münzen. Hallo Cusco, manchmal stellst du dich wirklich an als... Weiß ich nicht was. So, und hops. Hopp. Hopp. Din, 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 so. Ach ja, der große Quadratschädel. Ich lache mich wirklich noch schlapp. So, Geheimnis entdeckt. Dann gehen wir mal weiter. Frag mich nur, für was ich hier die Lama Power bekommen habe. Auf jeden Fall brauchen wir noch ein paar Münzen. So. Okay, da muss ich laufen. Danke, Cusco. Dass du mich dran erinnerst. Das ist sehr nett von dir. Hopp. So, und jetzt wieder ab. Dann gehen wir darüber. Mann, Cusco! Mach doch nicht diesen doofen Hänger-Sprung. Das habe ich dir nicht jetzt. Habe ich dir jetzt nicht angeschafft. Hallo! Erde an Cusco! Wir sind hier nicht da, um zu failen. Wir sind hier... Ja, ich brauche Leben. Ganz klar. So. Danke. Hopp. Mann, ich habe doch auf X gedrückt. So, hopp. Warum? Spring ich zu bald? Ach. Warum? Ich war doch einer Kar. Ach. Mir fehlen Münzen. Hä? Ach so. Okay. Nein, es geht sich aus. Es gibt's ja nicht! Ich weiß jetzt schon, mir fehlen noch ein paar Münzen. Also ich glaube, als Kind habe ich das nie gemacht. Dass ich hier so lang spaziere. Weil es mir einfach zu viel Nerven gekostet hat, weil ich immer runtergefallen bin. Aber jetzt im Let's Play mache ich es natürlich.
Also ihr seht, man braucht jetzt schon für den Level 2 Part. Wenn man alles machen will, also hundertprozentig. So. Wehe, mich befördert es jetzt wieder nach hinten. Danke. Warum machst du das? Ich hab doch nur auf X gedrückt. Meine Güte, Cusco. So, jetzt gehe ich aber gleich darüber. Jetzt habe ich keinen Bock mehr auf das ganze Kinderkack. Cusco. Ich habe gesagt, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze Kinderkacke und dann machst du dieser so einen Scheiß. Ich meine, hat sich noch. So, die eine Münze noch und dann haben wir es geschafft. Yes! Okay. Jetzt ist mir alles egal. Ich habe den Wampi, ich habe 100 Münzen. Nur mal kurz durchatmen. Ja, ja. Ja, ja, klar, sicher. Du und dann durchatmen. So. Puh. Schwere Geburt. Aber wir haben es geschafft. Warum speichert der Datei Fehler? Ja, ich möchte speichern. Ich habe doch noch nicht gespeichert. Komisch. Auf jeden Fall geht das weiter in den Katakomben Kapitel 3. Das ist jetzt wieder so ein Fahrlevel. Bleib in der Mitte der Kurve und wir werden uns automatisch umdrehen. Und hier gibt's 40 Münzen. Es ist natürlich jetzt schon viel anspruchsvoller als das Level vorhin. Weil es ein bisschen mehr ja, hallo, gibt's hier vielleicht auch mal Münzen, außer zwei? Okay, hier gibt's Münzen. So, wieder umdrehen. Ach, ich hab die Münzen vermasselt. So. Muss ich jetzt schauen, dass ich richtig fahre. So, geht's bergauf. Oh, yeah. Nein! Die falsche Seite erwischt. Oh, Kacke. Aber wir haben schon 18 Münzen. Aber da gibt es noch immer so viele. Also als Kind bin ich hier verzweifelt in den Katakomben. Vor allem an diesem Level. Weil ich immer an einer bestimmten Stelle runtergefallen bin. Wow! Das war jetzt das falsche Seite. Ja, Cusco, ich glaube, du hast Spaß dran, oder? Ja. Das hört man. So, wieder Tempo aufbauen, dann wieder. Tempo aufbauen, dann wieder Tempo aufbauen, dann wieder Tempo aufbauen, dann springen und Tempo aufbauen. Also man sollte nicht zu langsam sein bei den Sprüngen. So, ich drehe gleich mal um. Mit der Zeit entwickelt man so ein Gefühl für das, wann man umdrehen muss und wann nicht. Und ich muss gleich wieder den Cut machen, scheiße.
In 30 Sekunden geht dieses Level leider nicht aus. So, links, rechts, links, rechts, links, rechts. So, und ich mache jetzt hier genau an dieser Stelle einen Cut. Also, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann. Haut rein und ciao, ciao.